Rubens, die Nische 11 ist zu Ende. Welches Fazit ziehst du denn heute von der Nische? Mein Fazit von der Nische 11 ist eigentlich, ich bin euphorisch. Ich fand es einen schönen Tag. Ich habe viele Leute gesehen, die ich vor 2 Jahren bei der letzten Nische das letzte Mal gesehen habe. Wir sind ja schon so eine kleine Familie und es ist dann wie ein Klassentreffen. Aber ich habe auch sehr, sehr viele neue Leute kennengelernt. Manche, von denen ich die Podcasts schon lange höre, wo ich aber kein Gesicht damit verbinden konnte. Und ich fand es auch schön, dass ganz viele junge Leute auch da waren, die eben oder auch neue Podcaster sozusagen, die da reinschnuppern. Also es war eine gute Mischung einfach, auch von den Sessions her. Bei manchen dachte ich mir, okay, das weiß ich jetzt schon alles, das ist vielleicht doch eher was dann für die Anfänger. Und bei manchen saß ich drin und dachte mir, jetzt bin ich der Anfänger. Pionier eigentlich im Podcast, die Podcast-Szene erst so richtig bekannt gemacht hat. Was machst du denn eigentlich momentan, was Podcast betrifft? Ich mache momentan, jetzt muss ich überlegen, ich mache 3 private Podcasts, also einmal Schlaflos in München nach wie vor, 580 Folgen, dann mache ich Slow German, den mache ich viel zu selten, der ist für Deutschlernende in aller Welt und dann mache ich mit dem Alex Wunschel, dem Veranstalter hier von der Nische 11, den Naservus Podcast alle 2 Wochen zu Internetthemen zusammen, das sind so die privaten und dann mache ich für die LMU, die hiesige Uni, mache ich einen monatlichen Wissenspodcast, Wissenschaftspodcast Tonspurforschung. Du bist ja schwer im Podcast-Geschäft. Was macht denn eigentlich diesen Podcast so besonders? Ich finde, es ist immer noch nach wie vor nach 6 Jahren jetzt mittlerweile die Faszination, dass ich machen kann, was ich will. Und das kann ich im Journalismus nicht, also in meinem Brotjob. Das heißt, ich habe keine Längenbegrenzung, keine Zeitbegrenzung. Wenn ein Interview mal 1,5 Stunden lang ist, dann ist es 1,5 Stunden lang. Wenn mir am nächsten Tag nichts einfällt, dann ist es nur 3 Minuten lang. Und das finde ich einfach grandios. Ich kann machen, was ich will und worauf ich gerade Lust habe. Und deswegen verändert sich so ein Podcast über die Jahre oder über die Monate ständig und ist nicht immer so zusammengepfercht, wie das jetzt ist, wenn man bei einer Zeitung oder beim Radio arbeitet. Das finde ich wunderschön. Kannst du uns mal sagen, wie viele Hörer du mittlerweile hast? Ich schaue jetzt nicht ständig auf die Statistiken, das habe ich am Anfang so stündlich gemacht, mittlerweile seltener. Bei Schlaflos in München ist es ziemlich konstant, eigentlich seit Jahren um die 10.000 Downloads pro Folge. Das wird nicht mehr, aber es wird auch zum Glück nicht weniger. Am besten läuft bei mir dieser Slow German Podcast mit ungefähr 50.000 pro Folge, weil das natürlich Deutschlernende sind und das jetzt nicht nur auf Deutschland begrenzt ist, sondern halt weltweite Hörer sind. Und insofern habe ich da mehr. Bei Naservus, muss ich sagen, weiß ich es nicht, weil da schaut der Alex auf die Zahlen. Also 10.000 Hörer und 50.000 Hörer, das ist eine stattliche Summe. Was hat sich denn in den, ja, sagen wir mal, letzten 5 Jahren im Podcast-Bereich geändert? Podcast-Bereich, also es werden natürlich immer mehr Videos, das muss man schon sagen. Der Trend geht zum Video, wobei die Audio-Podcasts immer noch viel mehr sind zahlenmäßig als die Videos. Aber es ist natürlich, wie man jetzt auch an deinem Equipment sieht, es ist natürlich immer einfacher, so einen schönen Videopodcast auch zu machen. Also es ist nicht mehr mit so viel, auch was Schnittsoftware angeht und so weiter, nicht mehr mit so viel Aufwand und Geld verbunden, wie es früher war. Und die Datenraten sind billiger geworden und schneller und so weiter. Also hat alles seine Berechtigung. Das ist, glaube ich, das Große. Und wie wir heute jetzt bei der Nische 11 auch gehört haben, natürlich schon der Trend hin zum Live-Podcasten wollen. Also das habe ich mit dem Alex Wunschel zusammen vor 2 Wochen das erste Mal selber ausprobiert, wie das funktioniert. Und es ist eigentlich genau das Gleiche, weil wir sitzen am gleichen Schreibtisch wie sonst auch, aber wir haben im Hinterkopf, das wird jetzt nicht aufgezeichnet, sondern die hören das alle live mit. Und das ist, komischerweise ist das eine andere Situation und es macht wieder einen ganz neuen Spaß. Also es ist wirklich ein neuer Reiz am Podcasting und ich glaube, dahin geht es auch. Das hat man jetzt beim Sponsor Minicaster auch gesehen. Also dass es immer mehr dahin geht, dass man wirklich, ja, der eigene Live-Radio- oder Fernsehsender wird. Muss man sich dann dort nicht noch mehr konzentrieren, um ja keine Fehler zu begehen? Es geht doch nicht um Fehler. Fehler machen das Ganze, glaube ich, charmanter, also menschlicher. Wer will denn diese Moderationsmaschinen, die dann ständig ihre Räuspertaste drücken und wo alles so geleckt ist und keiner spricht einen Dialekt und keiner darf sich mal irgendwie versprechen? Das will ich gar nicht. Das ist stromlinienförmig. Ich finde, das darf man wirklich, da darf man auch mal einen Satz machen, der keinerlei Grammatik hat, so wie der, den ich jetzt gesprochen habe. Kannst du uns kurz verraten, welches Equipment du momentan nützt? Und kannst du uns vielleicht für die Einsteiger mal so eine kleine Hilfe geben, was man denn benötigt? Es gibt ganz unterschiedliche Wege. Also eigentlich, ich rede jetzt vom Audio-Podcast.
da muss ja die Stimme irgendwie ins Internet. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Wer jetzt ein iPhone hat zum Beispiel, der soll sich einfach mal Audioboo runterladen, diese Application. Da spricht er direkt ins iPhone und dann ist es eine Minute später im Internet. Also das langt ja schon. Das kann man ja auch schon mal ausprobieren. Das wäre so das Einfachste. Ich würde sagen, am Anfang wirklich jetzt nicht die große Technik kaufen, viel Geld ausgeben, sondern erstmal wirklich das mit der niedrigsten Hürde probieren und schauen, liegt mir das? Habe ich überhaupt was zu erzählen? Macht es mir Spaß? Und dann kann man ja aufrüsten und schauen, sich mit der Technik ein bisschen beschäftigen. Aber im Grunde genommen wirklich ein Headset, was man zu Hause liegen hat, an den Laptop anstöpseln oder was man halt so hat. Irgendwie kriegt man die Stimme schon ins Internet. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne, danke.